Alles klar, wir haben uns gerade entschieden, wir machen heute doch ein 2- bis 3-minütiges Video, ein ganz kurzes nur. Julian ist jemand, der ist gut und gerne in seinem Leben zweimal auf einer Welle gewesen. Mit dem Surfboard. Mit meinem neuen Board war ich jetzt zweimal im Weißwasser gestanden. Und hier sind gut und gerne 3 Meter Jockelmänner, die hier reinknattern, möchte ich sagen. 3 Meter Jockelmänner rattern hier rein, ne? Hast du Bock? Ja. In dem Video wird es mich nur darum gehen, wie Julian gewaschen wird oder vielleicht eine Welle kriegt. Oder einfach zerschrotet. Oder einfach zerschrotet. So, meine Damen und Herren, ich habe heute die Ehre, den weltbekannten Surfer JP Gare 18 zu kommentieren. Und man sieht ja schon daran, wie er jetzt den Weg hier runter geht über den Schlamm und das Wasser. Er ist Profi. Er ist Profi. Da muss man sich nichts vormachen. Und was für ein Schritt! Das ist der Hammer. Das ist wirklich der Hammer. Das ist der totale Hammer. Da draußen ist gerade die ein oder andere Welle. Ich denke, das wird durchaus lustig für ihn. Verzeiht, wenn es ein bisschen wackelt. Ne? Ich filme ohne Stativ, aber ich gebe mein Bestes. Da ist er. Das dürfte er sein. Und ja, professionell. Julian ist nämlich einer, der taucht nicht unter der Welle durch. Er taucht über der Welle durch. Werden wir jetzt gleich nochmal sehen. Oh. Ist das geil. Leute, nehmt es nicht so ernst, wenn ich ihn ein bisschen auslache hier. Ich bin vorhin selber so hart und viel auf die Fresse geflogen. Ich habe mir auch meinen kleinen Zeh richtig verletzt. Auf jeden Fall, alter Schwede, kommen da Wellen. Das wird richtig uncool. Das wird richtig uncool für Julian. Alter Schwede. Und die nächste Welle, ja, die hat er mit Bravour gemeistert. Es geht weiter raus jetzt. Es geht weiter raus. Nicht schlecht, nicht schlecht. Oh, die ist schon ein bisschen größer. Batz! Da bekommt er kleine Schwierigkeiten, aber das meistert er trotzdem. Das härteste ist hier nämlich der Weg raus. Jetzt kommt ein richtig ordentlicher Jockelmeister. Ui, 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 ui. Da schluckt er Salzwasser. Die Strömung ist auch ziemlich hart hier, das heißt, es ist echt richtig schwer rauszukommen. Was war das denn jetzt für ein Move? Na gut, jetzt ist er verschwunden, ne? Dann hören wir uns gleich wieder. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich kann Julian nicht mehr finden. Er ist eben hinter diesem Felsen hier verschwunden und seitdem ist er weg. Ja, wenn euch übrigens diese Art von Video gefällt, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Denn wir werden uns im nächsten nach Sardinien aufmachen und da kann man bestimmt mehr sowas hier fabrizieren. Leute, ratet mal, wen ich hier im Fokus habe, ne? Das ist Julian Pockran. Und es sieht so aus. Oh Gott, 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 oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh nein, er schafft es. Es sieht gut aus, es sieht gut aus. Okay. Eine etwas größere Welle. Und er taucht professionell drunter durch. Der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht. Props. Leute, ich will ja nichts andeuten, aber irgendwas treibt Julian hinter diesem Felsen. Der hat sich da schon wieder versteckt. Ich glaube nämlich wirklich nicht, dass das mit den Wellen und der Strömung zusammenhängt. Da macht er bestimmt irgendwas Unanständiges. Da ist er. Er war jetzt ungefähr 10 Minuten weg und jetzt ist er wieder am Start und ist fleißig am Paddeln. Nicht alleine diesmal, mit ihm zusammen. Vielleicht haben die jetzt einen Pakt geschlossen. Oh, was ist das? Was ist denn das? Die Antenne vom Vordermann, alles klar. Und ihr seht es am Wasser, Julian ist am falschen Ort einfach. Die Strömung zieht ihn immer wieder rein. Und jetzt kommt meine etwas größere Welle. Oh, baff. Du musst drunter durch, Julian, du musst drunter durch. Alle Surfer tauchen unter durch. Es gibt niemanden außer dir, der drüber hinweg springt. So, gerade wie durch ein Wunder hat sich ein riesiges Tor für Julian eröffnet. Es könnte jetzt wirklich sein, dass er es rausschafft. Er ist jetzt relativ weit. Die Welle, jetzt muss er drunter durchtauchen. Na, was machst du denn, Julian? Oh Gott. Jetzt kämpfen. Ey, Mann, ich find's echt krass, dass du nicht aufgibst. Ich hätte auch nicht aufgegeben, Mann. Ich hätte auch nicht aufgegeben. Jetzt zieht sie mal das Board weg. Woran liegt das? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, wenn ich das schon sehe. Du kannst es nicht festhalten. Du musst dich drauflegen und runter durchtauchen. Aber ja. Ich war vorhin übrigens mit dem Sub draußen und da hat mir die Finne vom Sub meinen kleinen Zeh aufgeschnitten. Deswegen bin ich hier gerade und kommentiere und bin selber nicht draußen. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Was machst du? Oh Gott. Reverse. Oh fuck. Es ist halt echt eine nach der anderen, ne? Eine nach der anderen spült ihn wieder ans Ufer. Aber er ist ein Kämpfer, er ist ein Tier. Er ist ein Kämpfer, wir sind hier nicht bei Schlag den Rab, sondern Schlag die Welle. Komm, was tust du denn jetzt? Was wird das denn?
Oh. Da wird er aufs Riff gespielt. Komm, gib nicht auf. Ja, bitte. Also gehst du noch mal raus. Komm mit den beiden anderen zusammen, oder? Die war ich eben schon. Die waren schon draußen? Komm mit ihm nebeneinander gefahren. Oh Mann. Komm, let's go. Mach's. Ich hab keine Power mehr gerade. Mach's fürs Video. Ja, gleich. So, wir befinden uns jetzt hier am Strand. Julian versucht's jetzt nochmal. Oh Gott, wenn ich das schon sehe. Ja, der war gut. Ja! Weiter! Der Kämpfer, komm, gib nicht auf. Komm, gib nicht auf. Na, der war gut. Komm jetzt weiter wie ein Tier, Mann, du bist ein Ochse. Der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht, der war nicht schlecht. Ich sehe von hier, da kommen gleich ein paar Brecher, aber da musst du durch. Da musst du durch jetzt. Da kommt der wieder aus dem Wasser. Das ist einfach echt richtig heftig. Guckt euch das mal an, guckt euch das mal an. Und ihr müsst euch vorstellen, diese Dinger hier, nonstop einfach. Wie willst du da durch? So, Julian geht nochmal raus. Boah. Jetzt sieht es schon wieder nicht mehr so lustig aus. Ich würde es nicht wundern, wenn er direkt am Strand umgehauen wird. Die Wellen kommen jetzt bis hier direkt vor meine Treppe gerade. Leute, er hat es geschafft. Ist er das überhaupt? Ja, das ist er. Er hat es geschafft. Leute, er hat es geschafft. Das ist doch mal ein echter Hammer. Das ist nämlich echt nicht einfach. Gerade sind die Wellen tatsächlich alle wieder weg. Oh Gott, oh, das war knapp. Aber seht ihr, wie hoch die Dinger sind? Seht ihr das? Das ist nicht lustig. Da sitzt er. Er hat es geschafft. Woo! So, es scheint, als würde er nicht mehr aufhören zu paddeln. Julian, nur weil du es ewig nicht rausgeschafft hast, musst du jetzt nicht zum anderen Ufer paddeln. Hier befinden sich die anderen Surfer. Julian ist jetzt gerade am Ende der Welt schon angekommen. Scheint, als ob er jetzt den ersten Versuch machen würde, eine Welle zu kriegen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh nee, ich glaube, er ist einfach zu schlapp. Sieht wenig energetisch aus, auf jeden Fall. Wow, die wäre vielleicht auch ein bisschen... Alter, wird die hoch. Die wäre vielleicht ein bisschen hoch gewesen. Julian, mach mal ein bisschen Action. It's about time, man. It's about time. Es sind 15 Minuten bist du da jetzt. Und irgendwie passiert nichts, oder? Muss mir mal erzählen, was los war. 5 Minuten später, immer noch nichts. Du musst mehr paddeln. Du musst mehr paddeln. Nein, Spaß. Aber so wie es dir jetzt geht, wenn du das schaust, so ging es mir auf jeden Fall gestern. Weißt du, wie ich meine? Komm schon. Paddel. Nee, du musst weiter rein, du musst weiter rein. Da kommt jetzt ein richtiges fettes Set. Come on. Come on. Come on. Wow. Come on. Jetzt komm. Ich glaube, er versucht zurück zu paddeln, weil er einfach fertig ist mit dem Leben. Oh Mann. Ich werde auch langsam irgendwie müde. Oh, da draußen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber man sieht richtig, wenn die fetten Swellwellen kommen. Locker 3 Meter. Ungelogen. Das hier, das wird eine richtig brutale Welle. Da kommt eine richtig fette Swellwelle. Eine richtig fette. Jetzt paddel. Was machst du denn? Boah, bam. Nächste? Nee. Okay, jetzt kommt ein richtig fetter Swell. Komm schon. Und eine richtig fette Welle, meine ich. Komm. Die danach. Komm, jetzt. Jetzt. Jetzt paddel. Wo bist du? Wow.
Alter! Komplette Zerstörung! Alter! Komplette Zerstörung! What the fuck? Wo bist du? Oh Gott. Und dann direkt die nächste rüber. Irgendwo da drin ist Julian. Da ist Julian. Oh, der war nice weggetaucht. Der war nicht schlecht, der war nicht schlecht. Alles klar. Das war gar nicht Julian. Wo zur Hölle ist Julian? Das ist Julian. Komm, die kleine Welle, das wäre was für dich. Jetzt paddelst du wieder nicht, ne? Hast keinen Bock mehr wahrscheinlich. Kann ich gut verstehen. Die würde ich an deiner Stelle jetzt einfach nehmen. Einfach nehmen. Ja, 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 ja. Na? Warst du natürlich genau hinter diesem Pfeiler? Jetzt stell dich hin. Ja? Ja? Oh! Nicht schlecht, nicht schlecht. Not bad. Jetzt wird es gleich nochmal krass, wenn du angespielt wirst. Da kommt der Held des Tages aus dem Wasser.